Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin Zeitungsredakteur. Man kann auf Rechte nur verzichten, wenn man sie hat. Also wir müssen schon noch mal über die Krankheit Heterosexualität reden. Was ist in Ordnung, dass du ein schwuler Mann bist, eine lesbische Frau? Und dann steh dazu. Glaubst du aber, dass da Aufklärung reicht, so, oder um Intoleranz zu bekämpfen, oder muss da irgendwie was anderes? Also zum Beispiel, was macht ihr denn, um wirklich solcher Intoleranz entgegenzuwirken? Ich finde, indem man drüber spricht und diese Vokabeln, diese Verhältnisse auch undramatisch ins Selbstverständliche hebt, das muss man in Bildungseinrichtungen, das muss man in den Schulen machen, Berufsschulen, überall. Also quasi so früh wie möglich wirklich damit anfangen? Ja. Ja, es ist wie bei der Zahnpflege. Wenn man damit nicht früh genug anfängt, hat man schon mit 21 dritte Zähne. Das kann kein Mensch wollen. Aber wahrscheinlich ist dann auch wichtiger, oder dass die Eltern quasi offener dem gegenüber sind als die Schule. Also beide. Beide, ja. Ja. Nee, aber ich denke doch, dass wenn meine Eltern sagen, sei offen gegenüber denen, weil das sind Leute wie du und ich, ist es, denke ich, schon wichtiger, als wenn das die Schule sagt oder quasi die Lehrer. Natürlich können die Eltern eine Menge tun. Also die Eltern können wahnsinnig viel falsch machen. Und zwar nicht alleine mit Anwürfen, was soll Nachwuchs, was soll aus der Familie werden oder was denkt Gott oder so. Das sind ja so die Extremformen, sondern auch, dass man eigentlich dem Sohn bedeutet oder der Tochter bedeutet, nicht so viel wert zu sein als Kind wie ein heterosexuelles Kind. Und da kann man sagen, wenn Eltern so operieren mit ihren Kindern, ist das christlich gesprochen beinahe gottlos. Das ist eigentlich gegen die Bibel, also das ist ganz schlimm. Und ich finde, Eltern sollten ihre Kinder lieben, egal welches Geschlecht sie begehren. Und ich finde, das ist menschenunwürdig, das muss anders werden. Und das, da kommt Schülern und auch Lehrern eine Rolle zu, da lockerer zu werden. Was kann die Schule tun? Es wäre schon mal gut, wenn insgesamt die Schulleitung, die Schulstrukturen, die Bildungsstrukturen schwule und lesbische Lehrerinnen anmuten, anregen, sich nicht zu verschweigen. Und falls es denn zum Beispiel zum Mobbing durch Schüler kommt oder durch Eltern, dass beinhart mit Strafen gedroht wird, wenn die Eltern sich mobbend verhalten. Also dass man da wie auch in Sachen Rassismus das volle pädagogische Waffenarsenal vorzeigt. Denn Homophobie in der Schule ist keine Bagatelle, sondern das gehört mit zu den allerschlimmsten pädagogischen Verbrechen, die man überhaupt anstiften kann. Und das ist aber nicht eine Angelegenheit nur von schwulen und lesbischen Pädagogen, sondern von allen. Also Heteros sollen jetzt nicht so tun, als seien sie da schon irgendwie früh aus dem Schneider. Ganz im Gegenteil. Im vierten Teil Jan Feddersen über das Begehren, die Pubertät und Offenheit gegenüber Schwulen.